Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um die Kataloge gehen. Das ist hier der Märklin-Katalog von 93/94. Und ich habe hier so ein paar Sachen entdeckt, oder eine Sache, so muss ich sagen, die, ja, ein bisschen absurd ist und was ich nicht so ganz verstehe oder verstanden habe. Denn das war ja so die Zeit, wo Märklin und Rix so zusammengearbeitet haben. Und ich habe aus einer ähnlichen Zeitspanne, 92, 93, also es überlappt sich, den Rix-Katalog hier. Und wir schauen mal rein in beiden Katalogen, was wir denn da so entdecken können. Und es ist natürlich klar, es geht nur um H0. Spur N können wir ausklammern, weil das hatte ja Märklin nie im Angebot gehabt. Und wenn ich jetzt hier hergehe, dann finde ich was ganz Schönes, was es dann viel, viel später gab, aber hier 1992 schon angekündigt wurde. Ein Gemeinschaftsprojekt von Rix und Märklin hat es ja dann schlussendlich irgendwann dann auch mal wirklich zum Kaufen gegeben. Wenn man sich das überlegt, wurde 92, 93 angekündigt. Verdammt lang musste man auf diese Modelle hier warten, bis das mal ausgeliefert wurde. Ja, hier sind dann die Standardlokomotiven, die man auch schon immer kannte. Also hier war nichts erstmal mit Kooperation. Ja, das war dann noch so eine Kooperation. Die E03 in beiden Ausführungen, das hatte ich ja schon mal gezeigt. Und natürlich auch die passenden Interregio-Wagen waren natürlich eine Kooperation mit Märklin. So, und jetzt kommen wir zu dem gleich, was spannend ist. Wir merken uns hier diese Wagen. Und es ist ja im Katalog so, dass ja dann hier immer mit diesem Symbol hier gesagt wird, jo, da gibt es eine Innenbeleuchtung, die und die Artikelnummer. Man kann das hier immer ganz gut sehen. In diesem Kasten fand ich eigentlich immer ganz gut. IB, Innenbeleuchtung, Rix Express, 3x643. Alles klar, die brauche ich. Passt in dem Wagen. Fertig. Ganz einfach. Schauen wir uns an. Gibt's nicht. Haben wir nicht. Ja, und das ist etwas, was schade ist, denn diese Waggons hätte ich ja auch ganz gerne beleuchtet, denn das ist, wie ich finde, ein sehr, sehr gelungenes Modell von Rix. Kommen wir aber gleich weiter zu, ich blätter mal einfach weiter. Und was sehen wir hier? Man konnte hier noch von Rix als Märklin-Modell, ja, im Endeffekt war es ja immer eigentlich der gleiche Wagen, wenn man mal so ehrlich ist, die gleichen Drehgestelle, alles einheitlich gehalten. Der Aufbau ist ein bisschen anders, variiert natürlich dann. Aber es war so ein, ich sag mal jetzt einfach aus Produktionssicht gesehen, ein Einheitskasten, woraus man natürlich mehrere Modelle ableiten konnte. Und ja,
das hat man natürlich alles angeboten, klar. Und die gab es in ja, 9 Stück im Endeffekt von diesem Einheitskasten. Und das sind dann hier halt die alten Trickskonstruktionen. Ja. Kann man natürlich drüber streiten, ja. Und dann kommen noch die Umbauwagen, die ja sehr, sehr stark hier ja, von der Länge her sehr stark gekürzt sind. Nochmal mehr als die Silberlinge. Ja, und hier hatte man die alten Silberlinge, so wie man sie kennt aus den 60er Jahren. Man erkennt sie hier an dem schwarzen Band. So. Jetzt gehen wir hier mal bei Märklin rein, was wir da so sehen. Alles toll, da sagen sie, wie sie hergestellt wurden. Gut, die Kinderspielbahn mit dem C-Gleis, dem neuen und so weiter und so fort. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Schöne Dampflokomotiven und. Dann sehen wir hier die erste Lok und dann sehen wir, das Modell ist in Zusammenarbeit mit der Firma Trix in Nürnberg entstanden. Also hier hatte man sich dann offensichtlich direkt bedient. Ja, hier sieht man übrigens, dass es 3 Ausführungen gab, der E03. Einmal, ich habe das jetzt letztens gehört, habe ich noch nie gehört zu dieser Farbgebung, die Coca-Cola-Farbgebung. Ja, passt auf jeden Fall. Dann die erste Farbgebung, so wie diese Lok geliefert wurde. Schwarzes Band hier unten, rot und dann diese Cremefarben. Und dann, ich hoffe, Sie können es erkennen, ein durchgängiges rotes Band mit einem ganz kleinen beigen, oder mit einer ganz kleinen beigen Ziellinie. So. Ja, wir gehen weiter. Übrigens, das habe ich auch hier total immer vermisst. Von Trix so ein Triebwagen einfach. Das wäre auch, hätte ich damals echt cool gefunden, wenn man sowas mal übernommen hätte. Aber naja, ist meine persönliche Meinung. Ja, wen sehen wir da? Das kommt einem auch bekannt vor. Das Modell ist in Zusammenarbeit. Ja, ICE. Hier können wir die V160 bewundern. Da sieht man dann mal, wie unterschiedlich dann doch hier die Werbung quasi dafür ist oder gemacht wurde. Man bedenke, was man da ja, für Abbildungen gerade im Trickskatalog hatte. Und dann die beiden zusätzlichen Waggons. Jetzt kommen wir wieder zu den ganzen Ersatzteilen. Brauchen wir alles nicht. Und jetzt wird es hier interessant bei den Personenwagen. Und das, was ich Ihnen im Endeffekt eigentlich zeigen möchte,
ist, wir erinnern uns, was ist das denn hier? Die haben ja eine Innenbeleuchtung. Warum wurde das denn nicht für Tricks angeboten? So schöne Wagen ohne Innenbeleuchtung. Und hier wird auch schon direkt hingewiesen. Gleichstromradsatz, Tricks und die Artikelnummer. Komplett alles. Und wir sehen auch hier an dem Symbol bei Märklin. Ja, gibt's. Und auch Highlight, eine stromführende Spezialkupplung. Also, alles so Sachen, wenn man sich das jetzt überlegt, klar, heute Standard, aber damals absolutes Highlight. Und jetzt ist die Frage, also eine Beleuchtung hat es ja gegeben, weil die Sache ist ja, ich möchte ja jetzt so einen Zug auch so haben, so wie er hier abgebildet ist. Und möchte ja nicht jetzt, das passt ja nicht, wenn ich jetzt, ich brauche ja wieder einen einspeisenden Wagen. Das ist so das Problem, was man ja an der Stelle hat. Also brauche ich ja irgendeinen Schleifer. Und das wird auf jeden Fall auch ein Experiment sein, diese Wagen mit einer flackerfreien LED-Innenbeleuchtung auszustatten und wie man dann die Spannung da rein bekommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Ja, und dann kommen wir hier zu den Wagen gleich, die Sie ja schon gesehen haben. Und wo ich dann echt überrascht war, hier an der Seite. Es gibt gar keine Innenbeleuchtung dafür. Oh. Was ich echt schade finde. Tja, hier ist das Zugset in dem Katalog. Tja, so ist das. Wir blättern aber mal weiter, was Märklin denn noch so im Programm hatte. Und was sich durchaus mal vielleicht lohnt anzuschauen. Was man umrüsten kann. Das wären auch hier diese Eilzugwagen. Die müsste man sich mal anschauen. Wie die vom Drehgestell her sind. Den Rheingold habe ich auch schon mal gesehen auf Tricks Express. Ja, die Umbauwagen ist wahrscheinlich auch eher uninteressant. Genau. Und dann kommen wir hier zu den Silberlingen. Einmal in Mint-Ausführung und einmal klassisch. Und dann sieht man ja, hier ist das stahlblaue Band unten, die mir auch persönlich so von der Farbe her am besten eigentlich gefallen. Meinetwegen auch in Mintgrün, sieht auch nicht schlecht aus. Wurde ja immer sehr gut kombiniert, aber jetzt fragt man sich, das hat es ja nie gegeben. Und die hat es auch nicht, oder auch aus einem guten Grund nicht gegeben. Und das möchte ich Ihnen auch einmal zeigen. Ja, die S-Bahn-Wagen, also beides hier passt ja wunderbar zu der Baureihe 111, die es für Tricks Express gab. Die 111er haben auch damals die S-Bahn-Wagen gezogen, allerdings dann in einer anderen Farbgebung, ja, der hier in dieser orange-weiß Farbgebung. Das wäre zum Beispiel auch noch etwas gewesen, was man durchaus hätte anbieten können. Einfach eine andere Farbvariante, das wäre ja auch relativ simpel zu realisieren gewesen. Und man hätte 1:1 auch hier diese Waggons nehmen können. Also die laufen hier ohne Probleme auf Tricks Express. Lassen sich umrüsten. Ja, und dann kommen wir hier zu dieser Hobby-Ausführung. Das ist auch so dieses Überbleibsel. Ähnlich wie bei Tricks Express.
dass die halt einen sehr alten Produktionsstand haben, aber man sie weiterhin einfach in allen Farbvarianten angeboten hat. Und dann gab es halt diese neueren, die längeren, etwas vorbildgerechteren Ausführungen. Und man sieht, das ist alles irgendwo hier der gleiche Baukasten im Endeffekt. Dann andere Farbgebungen etc. Und da sehen wir hier, wir haben hier auch noch mehr Varianten in der Farbe und Ausführungen. Ja, das soll es erstmal so gewesen sein. Kleiner Ausblick, was so demnächst also kommt, was ich so zeige. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis demnächst.